Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Sims 4 von einer, die auszog. Ja, sie liest, glaube ich, gerade einfach, genau. Plasmabeutel entdeckt. Okay, sie liest ein bisschen was über Vampire. So rein interessenhalber. Wir haben 191 Simoleons. Ich überlege gerade, ob wir nochmal in die Stadt gehen. Sie ist ja soweit. Alles grün. Hausaufgaben hat sie auch keine zu erledigen. Wann muss sie denn wieder zur Schule? Montag. Dann würde ich sagen, oder wir gehen nochmal was ein bisschen in die Bücherei. Das wäre auch noch eine Idee. Dass wir da nochmal reingucken. Haben wir eine Bücherei eigentlich hier? Nee, ne? Nee. Hier gibt's keine, aber in Del Sol Valley gibt's, glaube ich, eine, ne? Nee, Moment. Hier war ich noch gar nicht. Hier gibt's eine Lounge. Okay, vielleicht sollten wir da mal hin. Museum. Pancakes, Wohngrundstück, Wohngrundstück. Das sind alles Wohngrundstücke. Dann gehen wir doch mal dahin. Vielleicht können wir da noch ein bisschen Geld machen. Ich wollte eigentlich in die Bücherei was zum was lernen, aber vielleicht kann sie da ja auch noch ein bisschen Geld machen. Das ruckelt gerade, das machen wir mal so. Oh, Carla ist da. Hier hingehen. Sieht natürlich schon sehr edel aus. Ich hoffe, ich habe die Geige überhaupt dabei. Jawohl, hat sie. Konzert geben. Kommst du da nicht rein? Ruhmanforderungen festlegen. Derzeit, ach so, wir brauchen 3 Level. 3 Sterne. Da sind wir natürlich ein bisschen von entfernt. Welchen Promi-Level haben wir? Haben wir überhaupt einen? Ich meine schon. Lebensstile, öffentliches Ansehen. Oh, wir haben noch Ruhmpunkte zu vergeben. Machen wir gleich. Erstmal gucken wir, dass wir ein bisschen Geld kriegen. Ein wenig Cola. Oh, da machen wir richtig gut Kohle sogar. Was machst du da? Unternehmerfähigkeit Level 5 erreicht. Sehr gut. Oh, wir haben schon Paparazzi. Okay. Wow, wer bist denn du? Oh ne, die sind wegen dem da, ne? Megastar. Ich dachte schon. Wegen dem Megastar ist die da, nicht wegen mir. Ah ne, doch wegen mir. Ne, der ist erwachsen. Ihn fotografieren wir, ja. Eindeutig ihn. 291 Simoleons, sehr gut. Da haben wir ganz gut Kohle gemacht. So. Können wir mal Mutti umarmen. Sie ist ja unsere. Witz über Familienerbe machen. Freundlich. Tiefgründige Gedanken. Verrückten Plan vorschlagen. Können wir immer mal. Du, das ist deine Mutter. Nee, ach so, ihn fotografierst du. Er ist B-Promi. So, rein kommen wir da allerdings natürlich nicht. Okay, was haben wir denn hier sonst noch?
Kann ich hier irgendwo hinlaufen? Nö, sieht nicht so aus. Hier haben wir noch ein Museum, ne? Besuchen wir mal das Museum. Nehmen wir die Carla mit. Das klingt, glaube ich, ganz gut. Da können wir vor allen Dingen auch aufs Klo gehen. Kreativitätsfeier, ja. Achso, und ich wollte ja hier die Dings noch vergeben, die Ruhmpunkte. Ruhmpunkte. So. Zwei haben wir. Bemerkenswert. Habe ich das schon freigeschaltet? Leichter sozialer Kontakt zu berühmten Sims knüpfen. Und Unternehmenspartner. Machen wir das mal. Und Möglichkeit zusätzlichen Ruhm durch Fähigkeiten und Karrieren zu erhalten. Machen wir auch mal. Okay. Ich dachte, ich hätte schon mal Ruhmpunkte vergeben, aber bei ihr offenbar nicht. Ach, Carla Maria ist auch da. Die hätten wir natürlich auch noch mitnehmen können. Dann machen wir das vielleicht so. Wo war das Museum? Hier, ne? Ne. Hä? Ich hatte es doch eben. Da ist es. Museum besuchen. So, dann nehmen wir die zwei Carlas natürlich mit. Die drei Carlas unterwegs. Carla, Carla Maria und Carla Monika. Tochter, Schwester, ne, Mutter und Schwester, so rum. So, dann muss sie natürlich mal dringend erstmal aufs Klo. Wie ein Champion pieseln. Und dann können wir das zusammen mal ansehen. Wäre schön, wenn ich mit ihr zusammen Musik machen könnte. Also wenn die Sims zusammen musizieren könnten, aber das geht, glaube ich, nicht. Ja, sie putzt erstmal. Kann man machen, muss man aber nicht. Ach, Carla geht auch erstmal aufs Klo. Ah, nee, nur Hände waschen. Ach, sie redet mit sich. Okay. Sie hat einen komischen Gang drauf, den habe ich ihr nicht beigebracht, oder nicht? Aber, ja. So, dann können wir mal hochgehen, ne? Was haben wir denn da? Filmstudio. Neuen Song produzieren. Wee Beans. Machen wir mal. Hi, Morgan. Nee, ich will auf keine Versammlung. Was haben wir da? Neuen Song produzieren. Zusammen ansehen. So, so. Ja, genau. Grüßen wir den. Brontosaurus oder was auch immer das ist. Wo ist Carla Maria? Ach, die kommt. Die kommt. Oh. Silly! A beamy Shrozies, Niloy. Wer bist du? Tilin. Ein Fan, okay. Okay. Ah. Nisa Faba, Dumbila, Muji Piji. Sie ist schon Seniorin, oder? Ne, sie ist noch erwachsen, ne? Okay, aber sie wird bald Seniorin. Sind da auch noch wieder Promis unterwegs? Kommt das aus Werder berühmt, das hier, das Viertel, oder? Wo wir gerade sind. Ha, produzieren wir erstmal einen Song. Ja. Ach, Dings ist da. Wie heißt der noch?
Lea Lee, genau. So, aber das kann... Sie macht jetzt Medienproduktion oder irgendwas, levelt sie, ne? Was ist denn das? Unternehmen haben wir schon auf maximale Stufe. Okay. Medienproduktion tatsächlich. So, reicht aber erstmal. Medienproduktionsfähigkeit erworben. Das heißt, wir können an der Videostation auch arbeiten. Was haben wir hier? Nichts, was wir machen könnten. Plopsy anbieten. Wäre natürlich spaßig, aber... Ach, da ist unser Bruder. Karl. Hm, hm. Ja, eine Ritterrüstung. Also das Museum ist jetzt auch nicht so spannend, ne? Noch höher kann ich nicht, oder? Na, da kommt's Dach. Also ein echtes Highlight ist das nicht unbedingt. Ich habe gehört, dass du dich mit Vanessa Kayaputri angefreundet hast. Die ist ziemlich cool. Ich weiß nicht mal, wer das ist. So, haben wir hier noch irgendwas, wo wir hin können? Lounge besuchen. Machen wir. Die zwei Mädels nehmen wir mit. Dann gucken wir mal, was wir dort haben. Oder war das die, wo wir gerade schon waren? Das wäre natürlich dann ziemlich sinnfrei, aber ich meine, wir wären bei einer anderen gewesen. So. Der Hoffnung, dass es weniger ruckelt. Ja, hier können wir rein. Lied singen. Sie kann, glaube ich, auch Gitarre spielen, oder? Nee, sie kann nur üben. Wer bist du denn? Junger Erwachsener, B-Promi. Versuchen vorzustellen. Susu. Zusammen mit klassischer Musik entspannen. Ja, probiert das mal. So, vorgestellt hast du dich nicht, ne? Er ist Erwachsener. Senior. Auch Senior. Wow, okay. Dann könntest du dich mal hier hinstellen und nochmal ein bisschen... gefühlvoll spielen. Mit Familie ehrenamtlich tätig werden. Okay. Buch in der Bibliothek lesen. Anbrüllen, nach Interessen fragen. Das ist gefühlvoll spielen. So gefühlvoll klingt das aber gar nicht. Ich hatte gehofft, dass hier noch ein paar Leute vorbeikommen und uns ein bisschen Geld zustecken. Ah ja. Oh, er ist ein Megastar. Und Lea ist schwanger. Die Lea ist schwanger. Ja, ich war, falls jetzt, also Lea ist ein Sim, den ich mal gespielt habe, auch lange Zeit. Ist ein Vampir. Voll aufgelevelter Vampir. Und, ja, der ist hier halt in der Nachbarschaft einfach mit unterwegs. Hat auch, weiß gar nicht, wie viele Kinder sie hat. Zwei? Drei? Ein
So, viel mehr Geld kriegen wir aber, glaube ich, nicht. Dann können wir der Leia gerade nochmal Hallo sagen. Wo ist denn der? Das ist Carlos. Wo ist denn der junge Erwachsene? Da ist ein Teenager. Dem müssen wir mal Hallo sagen, freundlich vorstellen. Das ist vielleicht noch ein Kerl für uns oder so. Und du bist junger Erwachsener. Ne, Teenager ist interessanter, so grundsätzlich mal. Bob. Günther Munch. Der war auch aus in der 100 Baby Challenge Kindsvater. So, Dag. Tag verschönern. Nach Tag fragen. Hatte ich das schon? Über Reiten reden. So. Wo ist sie hin? Warum? Ach so, du unterhältst dich auf die Entfernung. Kann man machen. Nee, mit ihm sollst du reden. Schmuck zeigen. Hier sind zu viele Prominente, eindeutig. Über Schwarm flüstern. Anbrüllen, Bewunderung ausdrücken, das können wir mal noch tun. Junger Erwachsener. Was ist denn mit ihr los? So, hier ist mal eindeutig zu viel los. Jalic. So. Trink du was, ja. Ja, Leia ist nicht so auf unserer Wellenlänge, glaube ich. Oh, wobei, mit der würde ich gern schon befreundet sein. Die habe ich auch mal gern gespielt, die Leia. Was, wo gehst du hin? Erstmal hinsetzen. Okay. Bewunderung ausdrücken. Aber ihr, nicht ihm. Der ist so ein Megastar, aber der interessiert mich nicht. Irgendein alter Dude. Ich würde sagen, dann gehen wir mal heim. Hat auch Hunger. Sie hat auch Hunger. Ja, eigentlich wollte ich ja in die Bibliothek, ne? Aber ja, okay. Essen wir noch was daheim, da muss sie eh schlafen gehen. Weil morgen früh ist wieder Arbeit angesagt. Einfach mal arbeiten muss sie dann wieder. So, gucken wir gerade mal, ob wir noch was haben. Ja, sehr gut. Ist das mal. So, ansonsten brauchen wir nur ein bisschen Schlaf. Arbeit ist morgen, ne? 5 bis 7 Uhr, ja. Sehr kompatibel zu unseren Schulzeiten. Hm. Jappa. Muss mal gucken, ob das bisschen, was sie gelernt hat, reicht. Weil was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass wir unser Stipendium verlieren. Das wäre fatal. Das wäre absolut fatal. So, 5 Uhr muss sie aufstehen. Ne, 4 Uhr muss sie aufstehen rum, weil sie muss noch duschen.
So, 4:01 Uhr, ja, also muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Duschen wir vorher. Das Klo kann sie noch. Ist auch kein Fehler. Dann räumen wir noch auf. So. Was ist eigentlich mit dem Schmuck, den sie hat? Verbleibende Ladung 18 Stunden. Das ist okay. Freundschaftsbändchen, ja. Ja, groß aufladen brauchen wir aktuell nicht. Oh, wegen Vollmond, schnelle Ladung, aber ist alles noch voll. Gitarre würde ich ihr gerne noch holen, aber da brauchen wir noch ein bisschen Geld für. Wobei sie jetzt schon ganz gut Geld gemacht hat durch das Geigespielen, das muss man sagen. Aber wir müssen jetzt dann noch gleich Miete zahlen. Am Montag. Das kommt auch noch dazu. Ich glaube, das aufräumen. Toll. Ja, du musst jetzt eh arbeiten gehen. Ist jetzt dann 5 Uhr. Geh du arbeiten. Und dann beenden wir damit auch die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Der oberste Firmenchef hat soeben das Café von Carla Monika betreten. Mit eiserner Miene bestellt er einen Milchkaffee und lässt Carla Monika dabei nicht aus den Augen. Sie runzelt nervös die Stirn. Soll sie den obersten Boss auf ihr Können aufmerksam machen und ihm eine Spezialität servieren? Wir servieren die Spezialität. Hat die gesamte Karriere in diesem Moment hingearbeitet. Ein zusätzlicher Spritzer Espresso, ein wenig dickerer Schaum und dann das Meisterwerk. Nicht nur ein Muster, sondern ein aufrechter Krokus in 3D. Erfreut nimmt der Chef dran und ist begeistert. Carla Monika steht eine große Zukunft bevor. Sehr gut. Ja, und damit beenden wir, wie gesagt, jetzt auch die heutige Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Wer noch nicht abonniert hat, gerne auch ein Abo. Kostet nichts. Und ihr kriegt dann einen Hinweis oder eine Meldung, wenn ein neues Video kommt. In diesem Sinne, ich sag danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.